die Saugpumpenmassage. Zellulite, oder auch als Orangenhaut bekannt, das sind aufgeblähte Fettzellen und erschlafftes Bindegewebe. Hier setzt die Weyerganz Highcare AG auf die Saugpumpenmassage, kurz SPM genannt. Frau Simon, vor der eigentlichen SPM-Behandlung trage ich Ihnen jetzt das Gel auf. Das kann etwas kühlend auf der Haut sein. Kein Problem, ich mag's cool. In der ersten Phase der Saugpumpenmassage aktivieren wir jetzt das Lymphsystem. Hierbei wird die Haut aufgesogen und mit Unterdruck massiert. Weltweit schwören immer mehr Frauen, aber auch Männer, auf diese erfolgreiche Methode. Jede Behandlung verläuft dabei immer nach einem bestimmten Schema durch mehrere Behandlungsphasen. Die erste Phase einer SPM-Behandlung trägt zur Aktivierung des Lymphflusses bei. Dabei wird die Haut von innen heraus gereinigt, aufsaugen und mit Unterdruck massieren. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Phase. Dadurch wird die Durchblutung angeregt und gleichzeitig der Fettstoffwechsel aktiviert. Die zweite Behandlungsphase arbeitet mit einem höheren Unterdruck. Eine verbesserte Versorgung der Haut mit Sauerstoff und frischen Nährstoffen sind hierbei das Ziel. So, Frau Simon, jetzt beginnt die dritte Phase. In der dritten Phase straffen wir Ihr Bindegewebe. Oh, gut. In der dritten Phase wird mit noch höherem Druck massiert. So erreicht man die tieferen Hautschichten und das Bindegewebe. Die Ergebnisse kann jeder im Spiegel für sich selbst beurteilen.